Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Ich bin Eric King. Wir sind mal höflich. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Da hat er noch einen Spaß gemacht. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Hey, hey, nicht rumfluchen jetzt. Sir? Keine Sorge. Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Aufgebracht, das ist meine Frau. Zurückhaltend, wir kennen uns. Ja, zurückhaltend. Obwohl, er hat sie gerade eine Bitch genannt. Sie sprechen da von meiner Frau. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Toll, Hitzkopf. Wir haben wütend nach oben bekommen. Gibt es auch emotionale Statistiken? Am Ende ist jemand von uns ganz, ganz traurig und der andere ist ganz, ganz wütend. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Okay, ich will gar nicht wissen, wie sie sich verhält, wenn sie so genannt wird. Gut, schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. Gut, dann sehen wir uns mal um. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Ballsaal? Ein Zettel? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das. Okay, wir können lesen. Sehr gut. Und wenn eine Logo von CENTCOM. Ist, Datum 5.05.2003. Betreff Missionsziele der Survey Group. Vielleicht an Amt des Direktors der CIA. Amt der, des Direktors der CIA. Die Missionsziele der Survey Group lauten 1. Also erstens. Okay. Das musste jetzt sein. Wieso wurde mir das jetzt weggenommen? Ich konnte es nicht fertig lesen. Okay, das ist fies, dass mir einfach eine Cutscene aufgedrückt wird. Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Hätte anrufen sollen. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte, ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Oh wow, wir haben einfach ihre Position geklaut. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Haben wir? Ich würde gerne noch den Zettel lesen, verdammt. Also, was geht hier vor sich? Was haben wir gefunden? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Ist dasselbe? Soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben.
Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Ich bin froh, dass er das sagt. Worauf warten wir noch? Bereit. Das macht es weniger schlimm für Sie. Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Hey. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Alles okay, klar. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich rufe Luftunterstützung. Nee, wir sollten unter uns bleiben. Wir regeln das schon. Wenn wir schon unauffällig sein Geht's sollen. Schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Anmaßend ist nach oben gegangen. Also, klingt nicht gut. Ich habe Angst vor unseren Entscheidungen. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Eure Einwände höre ich mir später an. Die Frage ist nur, von wem wir entdeckt? Uns bis zur Sicherung von bedeckt. Den angeblichen Wilden? Melden wir uns oder 24 was? Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Wir schaffen das schon. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. Ach so, das ist eine Kriegsmission. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Oh, ich weiß nicht, ob es doch ein Fehler war. Vielleicht. Clarice. Ich weiß nicht, beides macht Sinn. Luftunterstützung und keine. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Okay, das war ein absoluter emotionsloser Blick von ihr. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen, war nicht meine Entscheidung. Tim, du fehlst mir. Das ist unser Durchbruch. Ich meine, die sind noch verheiratet. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Lass mich bitte ausreden. Romantisch ist auch nach oben gegangen. Hui. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Ich wollte dich immer bei mir haben. Oh, ist das süß. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Du trägst deinen Ehering nicht. Der Arme. Hey, vorsichtig damit. Ich mag den ja jetzt schon. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Können wir uns jetzt prüf mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Oh, er trägt die ganze Zeit seinen Ring noch. Oh, no. Der Arme. Oh.
Verdammte Ashley! Ich mag den Mann. So, jetzt können wir uns ordentlich umsehen. Leider haben wir den Brief nicht zu Ende lesen können eben. Aha, moderne Kunst hat er es genannt, ne? Ja, das stimme ich zu. Das könnte sogar zutreffend sein. So, jetzt gucken wir mal. Okay, die Kameraführung ist jetzt nicht so meins. Was ist das? Karte. Saudi-Arabien. Okay. Können wir mit irgendwem sprechen? Ah ja. Ja, der Angsthase. Aber man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Also, denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Chemie-Ali. Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Sir, da läuft kranke Scheiße an der Grenze. Sicher keine Luftunterstützung? Wir könnten sie brauchen. Erstmal nicht. Das Überraschungsmoment ist unser Vorteil. Das werde ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Bitte, Colonel. Können wir bitte kurz darüber nachdenken? Ich habe mich schon entschieden. Wollen Sie wetten, Lance Corporal? Naja, das Pferd meiner Eltern hieß Luftunterstützung. Ist weggeflogen. Wundert mich nicht. Wir werden da schon aufräumen. Ihren Optimismus hätte ich gern. Wir können ja ein bisschen abgeben. Eine Prise Optimismus. Also mit ihm haben wir gerade geredet. Jetzt können wir die Kamera auch mal wieder richtig drehen. Das ging nur da hinten nicht. Oh, ist das der Zettel, den wir nicht lesen konnten? Oh, nee, doch nicht. Okay, Logo von CENTCOM, Datum 30.05.2003. Betreff dringende Ergebnisse, erforderlich an amtierender CEO Rachel King. Vertraulich, zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Erstens, unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch die Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht von Völkerrecht gedeckt. Zweitens, mit Beendigung der Kampfhandlungen steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnten. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätte von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Drittens, unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unser Geheimdienst verlässlich arbeitet. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift Simon Fuller SG. Einsatzleitung Director of Human Intelligence DYIA. Streng vertraulich. Okay, das war leider nicht das, was wir eben nicht lesen konnten, aber immerhin ein Bericht. Wir haben Sprengstoff. Was ist das hier? Was ist das? Granaten? Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch. Sonst nichts. Missbilligen, die sind nicht genehmigt. Zurückhalten, okay, nur zum Schutz. Ja, zum Schutz, das ist gut. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Okay. Aber wenn die unverkämpfen, sollten wir auch unverkämpfen. Gleiches mit Gleichem. Mit Ashley können wir nicht sprechen. Den haben wir ja schon angeguckt. Gehen wir mal hier hin. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen. Geben Sie mir mehr Waffen. Provokant, hast du Höhenangst? Hm? Dann bist du mein Techniker. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Wie so eine Einstellung im Krieg. Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme schon klar, Colonel.
Gut, wir machen uns immerhin ein wenig beliebt. Nette Ausrüstung. Typisch Bürokrat. Ey,